Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Skyrim Remastered. Ja, wir sind noch in der, in dem Dungeon, im Zwergendungeon, wie hieß der? Ripta? Irgendwie so. Was war das denn, ey? Ich wusste es. Ich doch, dass ich etwas gehört habe. Wir haben hier wohl einen Helden. Ich wollte mich da mal jetzt nicht einmischen. Zwergenbolzen. Oh, nice. Warum ist denn hier überall Öl? Wer ist da? Oh! Mit euch kämpft es sich gut. Ich dachte gerade schon, dass... Was zur Hölle? Ich glaube, das hier bringt aber... Das bringt aber Zwergenbarren, bin ich der Meinung. Glaube ich zumindest. Falls es nicht der Fall ist, dann werden wir natürlich wegschmeißen, die Dinger, ist ja klar. Boah. Mann, bin ich müde. Ah, da ist ein Geldbeutel. Geld, 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 Geld. Nice, nice, nice. So, wo ist jetzt die Arterium-Klinge, die Arterium-Scheibe? Ihr macht mir keinen Schaden. Woher seid ihr gekommen? Das wird euch eine Lehre sein. Na komm, nicht, dass du da jetzt nochmal drauf gehst. Dafür habe ich keine Lust. Ah, es geht nicht, okay. Okay, Spinnennetze überall. Könnte es sein? Wer ist da? Du machst das. Ich werde nicht Serana verletzen und am Ende dann doch irgendwie aus Versehen töten. Darauf habe ich jetzt keinen Bock irgendwie. Eigentlich bräuchte ich jetzt immer Heilung. Nur ich weiß nicht, ob ich diesen einen heilenden Zauber habe. Na komm, ich könnte mal ganz kurz gucken. Wiederherstellung. Oh Gott, heile Hände. Heilung anderer, da ist es ja. So, die Heilung anderer. Wird? Weil es ein Vampir ist oder was? Ja, kann ich das auch wieder rausnehmen. Schade. Woher seid ihr gekommen? Das hätten wir geschafft. Mann, ich wollte den kaputten. Och, Mann, Serana. Ach, du bist doch doof, ey. Woher seid ihr gekommen? Ich
glaube aber, einen habe ich davon getötet und ich habe nichts bekommen. Erstmal die Ebenerzhaut rauf machen. So, ich werde jetzt keine, hier ist so eine kleine Fliege. So, sorry. Ich werde jetzt mal hier keine Seelensterne mehr mitnehmen, das macht keinen Sinn. Oh nee, bitte. Jetzt geht der Spaß auch noch weiter. Och nö. Mann, ich hasse Zwergenruinen. Die sind so schlimm. Das ist der Wahnsinn, wie schlimm die sind. Wer ist da? Das wird euch eine Lehre sein. Wer ist da? Also eine Zwergenruine mit Falma. Schlimmer geht's nicht. Wer ist da? Jetzt habe ich hier auch noch ein leichtes Knacken auf dem Ohr, weil mein scheiß Headset immer wieder raus und dran gesteckt werden muss nach jeder Aufnahme. Das hätten wir geschafft. So, danke. Oh, das war jetzt Fail. Da, zack. Oh, jetzt schreien diese Kinder wieder draußen rum. Was? Warum schreien denn Kinder heutzutage nur noch rum? Ich habe ja nichts dagegen, dass die mal laut sind, aber nur... Das ist keine Entschuldigung, dass es, weil es Kinder sind. Kinder können auch normal spielen und nicht rumschreien. Oh, cool. So sehe ich das jedenfalls. Wenn ihr da nicht meiner Meinung seid, dann ist mir das auch vollkommen Latten. Ja, komm. Ach komm, scheiß drauf, ey. Das wird euch eine Lehre sein. Jetzt bin ich von dem Bobo hier vergiftet worden. Was ist... Aus Protest nehme ich deswegen die Pfeile nicht mehr mit. Hier ist absolut gar nichts. Ey! Ich dachte schon, das wäre Serana gewesen, ey. Okay, der ist gefüllt, den nehme ich mit. Ich wollte mich gerade schon aufregen. Kein Gegner hinter uns. Okay, das ist mehr als nur seltsam. Da kommt bestimmt einer raus und hier kommen auch welche raus. Oder auch nicht. Hä? Hier ist alles wie tot gerade gewesen. Einfach mal nichts. Das ist ja seltsam. Oh, viel Schalter. Was ist da oben? Mit Wemerplatte. Ah, ich bin mir nicht sicher, ob die Dwemer-Platten auch was bringen. Ich lasse es mal doch lieber. So, drücken wir mal Schalter Nummer 1. Ja. Hat ein bisschen wehgetan. Schalter Nummer 2 macht irgendwie nichts. Okay. Jetzt, was macht der Schalter Nummer 4? Auch gar nichts. Komisch. Also einer war für die Falle, zwei haben nicht funktioniert, weil der Zwergentechniker zu doof war und ja, der eine ist halt richtig.
Wenn das jetzt hier nicht nach Boss aussieht, dann weiß ich auch nicht. Oh, Ektoplasma, das hatten wir auch schon lange nicht mehr. Hallo, ich bin der nette Fallmaus aus der Nachbarschaft. Hi. Sieht da irgendwie auch was. Das muss ich sogar noch aufschließen. Nee, das gibt's ja gar nicht. Guck mal, wie nett ich bin. Wer ist da? Wusste ich doch, dass ich etwas gehört habe. Willst du nicht eher sagen, Serana, wo kommst du denn her? Mensch. Das hat dir doch bei den Dingern immer gesagt. Jetzt geht wieder das große Chorus-Eier sammeln los. Auch wenn ich die eigentlich gar nicht aufsammeln will, weil ich davon einfach schon zu viele habe. Aber ein paar gehen noch. Hier, der ganze Haufen geht noch und dann... Sonst wären wir zu schwer. Dann bin ich gleich eh schon zu schwer sind. Sind wir. Na gut, dann weiß ich ja, was machen werde. Ach, guck mal, hier sind auch noch welche. Alter. Hier sind so fucking viele Chorus-Eier. Das ist der Wahnsinn. Ich werde jetzt mal nichts geben. Ich werde jetzt einfach mal diese... Ah, okay. Da sowas hier einfach weg mit dem Scheiß. Ich habe so viele Zwergenbarren geholt. Da brauche ich das nicht. Die kleinen Wimmerplatten, die bringen, glaube ich, was. Oder? Naja, egal. Pff, 25, ey. Oh, ein Amethyst. Nice. Geil, okay. Ah, guck mal, da steht ja noch einer. Tschüss. Könnte der letzte gewesen sein. Ey, wenn die im sechsten Teil wieder vorkommen, ey. Oh nein, bitte nicht. Also ich kann es mir schon vorstellen. Obwohl Falmer sind ja so... Na doch, die Zwergen, die haben ja überall ihre Ruinen gebaut. Das ist ja kein Himmelsrand-Ding, das ist ja eher ein... Das ist abgeschlossen, willst du mich verarschen? Das ist... Wie soll denn sowas abgeschlossen sein? Das geht nicht. Das ist nicht machbar. Wisst ihr was, Leute? Warte mal. Ich will mal gucken, was sie alles gelevelt hatte. Flinke Hände, ohne entdeckt zu werden, mehr Goldstücke. Mehr auch eigentlich nicht. Sowas wie Schatzsäge habe ich zum Beispiel gar nicht geskillt gehabt. So. Ja, ich will legendär machen. Wisst ihr auch warum? Aus einem einfachen Grund. Wir haben nämlich 400 bis 500 Dietriche. Und wir müssen uns ja auch irgendwie leveln. Und jetzt kommen gerade so viele Schlösser wieder, dass das nur noch Sinn. So, ein Talent. Wir haben noch 5 Talente. Die können wir jetzt auch mal andersweitig benutzen, würde ich sagen. Aber so weit kommen wir dann nicht. Die Drachenrüstung. Wo können wir denn noch was investieren? Redekunst wäre gar nicht mal so übel. Ne, das brauchen wir überhaupt nicht. Healer wäre schon geil. Chemie werden wir bald auch nochmal leveln. Wie sieht es denn mit Zerstörung eigentlich aus? Dauert noch ein bisschen. Wiederherstellung? Nee. Obwohl, vielleicht können wir da noch was machen. Wiederherstellung, Adept. Veränderung, Enchanting. Nee, ich glaube, ich behalte es mal erstmal so für mich. Die 5 Punkte.
So, jetzt können wir uns wenigstens wieder mal skillen. Bei, okay, ich verstehe. Ich brauche Energie. Energiegewinnung wird kommen. Ah, hier ist noch eine Kiste. Ausgerechnet jetzt ist sie natürlich nicht irgendwie verschlossen. Ja, aber ich meine bei 500 Dietrichen, ja. Da können wir dann ruhig nochmal auf 100 nochmal gehen. Wie kann man das denn hier mit Strom versorgen? Muss denn hier runtergehen? Aha, okay, da ist ein Bein drin. Ich habe so ein Rätsel jetzt gerade gar nicht erwartet von Skyrim, deswegen war ich gerade ein bisschen perplex. Aber hier muss es irgendwo noch so ein Ding geben. Hier ist noch so ein Ding. Fehlen aber immer noch Sachen. Zwei Sachen muss ich irgendwo noch entfernen. Da hinten ist doch noch was. Was war das gerade bitte? Ja, schade. Aber geil! Gefällt mir. Warum haben sie sowas nicht öfter reingemacht? So eine kleine Mini-Rätsel. Da ist noch was. Jetzt müsste alles wieder laufen. Wer ist da? Wer da ist? Der tote Person. Sehe ich doch, dass ich etwas gehört habe. Nur macht er nichts, also. Wow. Was ein Endboss, meine Damen und Herren. Der konnte mal gar nichts. Aber gut, wir sind ja auch mächtig. Jetzt kommen wir. Bitte keine Spinnen. Oh. Mit euch kämpft es sich. Treffen wir uns wieder. Was für eine Reise. Komm. Ja, ich muss aufpassen, dass ich die andere nicht treffe, weil ich glaube, die ist ein bisschen pissiger, wenn ich sie treffe. So, habe ich denn jetzt hier irgendwelche Bogen? Warum habe ich denn Pfeilbogen drin? Ich muss sagen, ich bin froh, dass es vorbei ist. Das war, was, der dritte? Na gut, jetzt fehlt nur noch einer. Wir treffen uns am Ziel. Ja, ich würde sagen, wir treffen uns am Ziel. Wir haben bisher in jeder Folge einen Splitter bekommen, ne? Kann das sein? Was ist denn das jetzt hier eigentlich? Oh! Geht's noch tiefer rein? Oh nein. Schwarzwald, ich wusste es. Ich wusste es. Ich hab's geahnt. Schwarzweite, so hieß er. Die Schwarztiefen und Schwarzweite. Ah, Mann. Nee, bevor dass wir da raus sind. Kann ich hier auch einfach raus? Himmelsrand, okay, cool. So, dann möchte ich jetzt mal ganz kurz gucken, wo jetzt der nächste Questmarker ist. Der wäre nämlich... Nirgendwo. Wisst ihr auch warum? Weil der nächste Questmarker nämlich auf Solstheim war. Ich weiß das.
Hier kommen wir nämlich gar nicht erst hin. Da brauchen wir, glaube ich, nämlich auch irgendwas aus einer anderen Quest, weil ich meine, ich werde mir das natürlich wieder durchlesen, aber das letzte Materium-Splitterchen, das ist nicht hier in den Himmelsrand. Ich glaube, das war so. Das hat nämlich damals meine Freundin auch gesagt, so von wegen, ja, wo ist das vierte? Keine Ahnung, ist das vielleicht verbuggt wieder? Ist ja Skyrim, man kennt's ja. Aber nö, es war auf Solstheim. Und bis wir das machen, dauert das eine ganze Weile. Das heißt, ich werde jetzt dann gleich nach dieser Folge googeln, wie es weitergeht. Alter, hat die... nach drin gehen oder in eine Höhle, nur weg von hier. Die Augen sind unheimlich. Und ja, dann sehen wir uns morgen zu einer weiteren Folge von Skyrim. Haut drin und tschüss.